Hallo und herzlich willkommen zurück. Die nächste Folge Phoenix Wright. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, bist du überhaupt breit? Ich bin breit, hallo. Du bist breit, hallo. Also, dann machen wir jetzt weiter. Wir sind in der letzten Folge hier runter in den Keller gegangen und reden schon wieder. Mit Andreas. Andreas, genau. Ach, davon habe ich gerade in den Nachrichten gehört. Ich habe doch gar nichts gesagt. Dieser Detektiv war also der ganze Zeit darüber der Dieb. Danach sieht es wohl im Moment aus. Ah, ich bin schuld. Ich war es, die Demasquée engagiert hat, um die Schätze zu bewachen. Was? Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Sie haben nur ihren Job gemacht. Hey, Nick, wenn sie sich entschuldigen will, dann solltest du sie auch lassen. Was? Also, wann haben sie Detektiv Atme noch gleich engagiert? Nun, vor etwa 20 Tagen. Und wann haben Sie die Visitenkarte von Masque de Masque erhalten? Das war vor etwa 10 Tagen. Dann hat er also eine Visitenkarte dorthin geschickt, wo er arbeitete? Sieht ganz so aus. Detektiv Atme wollte die Heilige Urne wohl unbedingt haben. Das glaube ich auch. Was? Dann hat Masque de Masque auch noch jemanden umgebracht? Nun, im Augenblick sieht es zumindest danach aus. Ja, aber ich dachte, dass er zu dieser Zeit dabei war, die Urne zu stehlen. Tja, wir reden hier über ein kriminelles Superhirn, also ist alles möglich. Nick, lass uns endlich auf den Punkt kommen. Kam Ihnen in der Nacht des Diebstahls irgendetwas an Detektiv Atme verdächtig vor? Nein, wie denn auch? Warum? Er hat eine Lupe im Auge. Was? Und war dunkel. Schließlich hat er sich die ganze Zeit über versteckt. Ich habe ihn nicht gesehen. Na komm, die spitze Nase hätte es ja wohl sehen müssen. Er behauptete, dass er immer so vorgeht. Das sagt er nur, damit er ein Alibi hat, während er seinen Diebstahl verübt. Ja, so. Auf dem Tatortfoto kann man ihn gut in der Verkleidung als Masque du Masque erkennen. Ein von der Nase her passt ja nicht. Das war der auch nicht. Ich bin ja so froh, dass Sie Ihre heilige Urne zurück haben. Ja, aber irgendwas stört mich daran. Was denn? Ich weiß nicht genau. Aber irgendwie kommt mir die zurückgebrachte Urne so anders vor. Wirklich? Mal gucken. Sie wissen nicht zufällig, was das sein könnte, Frau Andrew? Nein, ich habe keine Ahnung, wie auch. Aha. Das Schicksal schlägt zu. Die Frau heißt Andreas. Zwei Schlösser. Eine psychische Blockade. In den Kopf. Was hat das zu bedeuten, Nick? Hä? Hatten wir das nicht schon hier in dem Spiel? Ja. Warum tut sie jetzt so, als wenn sie das noch nie gesehen hätten? Das heißt, dass es sich bei der Person, die das Geheimnis der heiligen Ohren hütet, um unsere liebe Frau Andreas handelt. Oh nein! Los, brechen wir die Schlösser auf. Also, was wissen Sie über die heilige Urne? Achso, wer ich? Nein, du. Heute vor Gericht hat Frau Delight die Urne zurückgebracht. Aber sie sieht etwas anders aus als die Urne, die ich in Erinnerung habe. Also weiß Adrian etwas, das sie uns nicht sagt. Adrian Andrews? Nick, ich will den Mord aufklären, aber ich will auch wissen, was mit der Urne ist. Ich würde es selbst gern wissen. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Also wir können das nicht machen, oder? Ja, glaube ich auch. Ich kann mich gerade echt nicht dran erinnern. War das jetzt so lange, bis wir hier als... Also, was wissen... Nee, das kommt jetzt das Gleiche. Ja, okay. Ja, es, wir brauchen... das? Keine Ahnung. Ja. Die Schlösser müssen wir hier knacken. Woran Dietrich? Braucht man Didi. Oder was? Präsentieren? Nee, ne? Schnell mal so einfach um. Wir bewegen uns. Das Chefbüro. Oh, da waren wir noch nicht.
Ah, das ist Key Peasy Cutie. Ah, und wir haben immer noch den 13. Oktober. Hallo. Ja, hat sich die ganze Sache dann wohl zugetragen, hm? Ganz schön dicke Wände. So wie man es von einem Chefbrüher erwartet. Naja. Und was genau soll das mit dem Fall zu tun haben? Hey, ihr seid da. Oh, Inspektor Gummischuh. Heute war nicht gerade dein Tag, hm? Allerdings, Junge. Dieser Staatsanwalt. Stadtwald. Dieser Stadtwald. Alt aussehen lassen. Ja, ich fühle mit euch. Wow, was ist denn mit Ihnen los? Ich hätte mehr so erwartet wie. Oh, das war Weltklasse. Geschieht dir recht, Junge. Ho, ho, ho. Oder irgendwas in der Art. Hör ich mich wirklich so an, Kleine? Echt, Gamschuh, eben. Ja, also. Jedenfalls weiß ich, wenn jemand mit dem Herzen bei der Arbeit ist und es fühle mit euch, wenn's mal nicht so läuft. Manchmal habe ich das Gefühl, bei uns Inspektoren läuft immer alles falsch. Wow, ich hätte nie gedacht, dass Gamschuh so ein netter Kerl ist. So, wenn diese Turtelei dann vorbei wäre, könnten wir mit den Ermittlungen anfangen. Eieieiei, der Gummischuh bei KB Security. Inspektor Gummischuh, erzählen Sie uns, was Sie über den Mord wissen. okay, aber die Sache ist, ich habe wirklich nicht die Befugnis. Wer gibt hier wem Befehle? Hey, kommen Sie. Wie war das noch mit dem Herzen bei der Arbeit sein und so? Die Dinge liegen im Moment ungünstig für uns und wir brauchen Hilfe. Okay, okay. Ich erzähle es. Aber bitte fang nicht an zu weinen, okay, Kleine? Okay, ich fang nicht an zu weinen, Junge. Alter, was ist das hier für ein Umgangston? Nicht gut. Der Name des Opfers lautet Kane Bullard. Wow. Er war der Chef von KB Security und ein echter Selfmademann. Seine Leiche wurde heute Morgen um 9 Uhr gefunden. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr in der Nacht des 12. Oktober gesetzt. Todesursache war ein Schädeltrauma, wohl durch ein Objekt im Raum verursacht. Es geschah also exakt zu der Zeit, als Masque du Masque die Urne gestohlen hat. Kahnes Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzufügt. Warum hat es fast einen ganzen Tag gedauert, bis die Leiche entdeckt wurde? Dafür gibt es eine gute Erklärung. Bullards Leiche wurde in dem Tresor verstaut. Ups, Tresor? Geräumig ist er ja. Niemand wusste, wo er war. Und als der Tresor heute Morgen geöffnet wurde, fiel... Oh, die Leiche fiel heraus. Das weiße Band zeigt also die Umrisse der Leiche. Ich denke, wir benötigen immer noch mehr Informationen über Herrn Billard. Der Billo. Vielleicht fängst du damit an, seinen richtigen Namen zu lernen. Der heißt Billo. Also, was passierte mit Masque de Masque? Er ist in der Strafanstalt und schreit herum wie ein Irrer. Überprüft mich nochmal. Da schreit er ununterbrochen. Ich meinte nicht ihn. Er ist sowieso nicht der echte Dieb, oder? Moment mal, Maya hat ihn doch gerade gefragt, oder? Hä? Maya hat ihn doch gerade gefragt, oder? Da passt irgendwas nicht. Warum sagt Phoenix jetzt, ich meinte nicht ihn? Na, es ist komisch. Wir sind eine Person. Ja, Oh, du meinst diesen Detektiv Atme. Ho, 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 ho. Oh, das war toll. Der Typ hat gekriegt, was er verdient. Ho, 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 ho. Das ist der Inspektor, wie ich ihn kenne. Und die. Das Spiel wird wieder komisch. Ja. Ho, ho, ho. Überleg mal. Immer wenn eine Visitenkarte auftauchte, war Atme nicht weit. Aber wenn die Diebstähle stattfanden, verschwand er auf mysteriöse Art und Weise. Ich habe mich am Tatort versteckt. Ha, ja klar. Das ist die blödeste Ausrede, die ich je gehört habe. Da war klar, dass er der Dieb ist. Das würde auch erklären, wie er die gestohlenen Gegenstände wiederbeschaffen konnte.
Ja, er hat das alles nur getan, um als großer Detektiv dazustehen. Das ist alles. Aber da gibt es eine Sache bei seinem echten Diebstahl, die ich nicht verstehe. Sein erster Diebstahl? Ja, die Träne von Emanun. Da gab es einen Zeugen. Einen Zeugen? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hier, ich habe den Zeitungsausschnitt aufbewahrt. Da der Dieb ja schon hinter Schloss und Riegel steckt, könnt ihr ihn haben. Den Dieb? Oder den Artikel. Das Juwel und der Dieb. Hey, die Wache da. Haben wir die nicht schon mal gesehen? Genau. Das ist die man in der Ecke steht. Ja, genau. Ist ziemlich klein, also recht schwer zu erkennen. Aber jetzt, wo sie sagt... Zeitungsausschnitt zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eieiei. Godot. Oh, dieser Staatsanwalt. Ich kann den Kerl wirklich nicht ausstehen. Wie er uns unseren eigenen Beweise verwendet hat, um Herrn Delight das alles anzutun. Ja, er hat das alles wohl extra gemacht, weil er wusste, dass es so verletzender war. Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl. Wer ist dieser Bauchgefühl? Wer ist dieser kaffeesüchtige, maskierte Irre eigentlich? Stimmt. Der Staatsanwalt Godot? Er ist ein echtes Rätsel. Die Sache ist die, Junge. Ich habe vorher noch nie was von dem Kerl gehört. Eines Tages tauchte er einfach in der Staatsanwaltschaft auf. Aus dem Nix. Stimmt, er sagte, das wäre sein erster Fall als Staatsanwalt. Und das stimmt auch. Wenn man den Akten glauben fängt. Aber er ist kein Amateur. Ein echt kalter Hund im Gericht. Von dem kriege ich Gänsehaut. Gänsehaut? Sie? Ja. Ich wusste, dass irgendwas, was mit ihm los war. Also hab ich mich mal umgehört. Niemand wollte mit mir reden. Die haben mich einfach ignoriert. Armer Inspektor Gamschuh. Ich wusste ja gar nicht, dass sie so unbeliebt sind. Boah. Ja. Ach nein, das wollte ich damit nicht sagen. Dieser Godot verhält sich so, als würde er mich kennen und was gegen mich haben. Kann doch gar nicht sein. Ich habe langsam das Gefühl, dass er irgendein dunkles Geheimnis verbirgt. Eieieiei. Okay, wir untersuchen. Den Tresor. Genau. Seit wann legt man denn die Leiche mit einem Faden? Das ist Klebeband. Aber das Lustige ist, dass man die Tresortür dann wieder zumacht. Ja, ich versteh's nicht. Ach, das ist doch, das soll wohl sein. Das ist, was in keinem Adventure fehlen darf. Einzeit. Meinst du, das ist aus dem Tresor gefallen, als er geöffnet wurde? Das glaube ich kaum. Dann glaubst du... Nein, ich bin ein Atheist, ich glaube nicht. Aber hat Phoenix eben nicht noch gesagt, dann sind diese Umrisse vor dem Tresor wohl die Abdrücke der Leiche? Ja genau, und dann... Und jetzt, Seil. Und jetzt fragt sie, ob das Seil aus dem Tresor gefallen ist. Hä? Ja, aber normalerweise macht man das so mit Kreide oder sowas, ne? Ja, oder so Klebeband. Ja, ich glaube, damit wird gezeigt, wo die Leiche lag. Du meinst, das Opfer? Es wurde von der Tür des Tresors zerquetscht? Ja, das kann sie nicht ernst meinen. Oder etwa doch. Wie kann man nur so blöd sein? Ich verstehe halt auch nicht, warum sie die Tür denn wieder zugemacht. Ja. Ah, überleg mal. Hier lag die ganze Nacht über eine Leiche. Ja, oh, da fällt mir ein. Nach Fingerabdrücken brauchst du nicht zu fragen. Es gab keine. Irgendjemand hat den Tresor in der Tatnacht geöffnet, richtig? Ja, und? Naja, wenn Herrn Bullards Leiche hier versteckt war, dann heißt das, dass er entweder vom Mörder oder vom Opfer geöffnet wurde, oder? Ja, schätze schon. Hoh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 o. Ich hab schlechte Neuigkeiten für dich, Junge, bereit? Okay, legen Sie mal los. Das Baby hier zu öffnen ist nicht gerade einfach. Es gibt nur wenige, die wissen, wie man so einen Tresor knackt, Junge. Okay. Und? Alle, die in Frage kommen, haben ein wasserdichtes Alibi. Habe ich überprüft. Bis auf einen. Und zwar? Ich traue mich fast nicht zu fragen. Der ehemalige Sicherheitschef Ron Delight. Was? Ron Delight? Er? Was, Sicherheitschef?
Ron. Also wusste er, wie man den Tresor öffnet. Ja, tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss, Junge. Was ist das hier eigentlich für ein komischer Ordner? Sieh dir mal den riesigen Aktenordner da an. Überlass mir das Schwere eben, Nick. Nicht, dass du dir wieder ein Buch hebst. Gerne, da heb mal. Aktenlesen ist nicht gerade schwere körperliche Arbeit, aber es geht um die Augen. Ah! Was hast du herausgefunden, Nick? Hä? Ich denke, sie will... Egal. Diese Akte hat nicht das Geringste mit irgendwelchen Sicherheitskram zu tun. Die Akte ist einzig und allein über Masque du Masque lauter Infos über ihn. Aha. Was? Was für Infos? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Unglaublich detaillierte Informationen über seine Arbeitsweise und die Tatorte. Hey Nick, guck mal auf die letzte Seite. Eine Liste. Mal sehen. Träne von Emanon. $100,000. Lecko mio. Das sieht wie eine Liste aller von Masque du Masque gestohlenen Schätzen aus. Und die $100,000 sind der Wert der gestohlenen Gegenstands? Keine Ahnung. Die Zahl hört sich für meinen Geschmack etwas niedrig an. Ich sollte besser eine Kopie der Liste machen, ohne dass es jemand mitbekommt. Genau. Kanes Liste zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die haben wir jetzt einfach mal so... den Taschenkopierer. Genau. Und dass auch Gummischuh das nicht gesehen hat. Oh, da ist der Knopf. Mal sehen. Selbstzerstörung aktiviert. Oh, was? Piep, piep. Hey, lass das nicht drücken. Haha, das war lustig. Ich wusste gar nicht, dass Gumschuh so springen kann. Was ist das für ein Knopf? Ein Notrufknopf, genau wie es da steht, du Idiot! Ups, Sie haben recht, da steht's. Nick, wie oft habe ich dir schon gesagt, wir sollst zuerst die Anleitung nehmen? Was? Wir haben das gedrückt. Ja, toll, weißt du, jetzt machst du mich wieder dafür verantwortlich. Bitteschön. Der Alarm ist direkt mit dem Wachraum im Keller verbunden. Damit ruft man die Wachen. Und dann kommt mal bitte. Echt? Dann besteht die Möglichkeit, dass in der Tatnacht... Oh, als der Chef angegriffen wurde. Glauben Sie, er hat den Knopf gedrückt? Ja, die Möglichkeit habe ich in Erwägung gezogen. Ich habe mich also da unten mal umgehört. Aber Sie behaupten, der Alarm sei in der Nacht nicht ausgelöst worden. Außerdem konnten wir auf dem Knopf keine Fingerabdrücke sicherstellen. Bis jetzt von dir, Maya. Das Opfer, Herr Bullard, hatte übrigens keine Handschuhe an. Nur damit du es weißt. Ich denke, wir sollten lieber mal mit der Wache über den Notrufknopf reden. Notrufknopf zu Gerichtsakt hinzufügen, den haben wir jetzt aus der Wand gerissen. So ein Quatsch, als ob man das nicht im System auslesen kann. Ja. Das sieht wie eine Mischung aus Bücherregal und Rollschrank aus. Ich komme nicht zwischen die beiden Regale hier. Na, lass es. Die Regale werden anscheinend über eine spezielle Kontrolle gesteuert. Also Moment, nur ein Regal, Scheint also, als wären sie mit Akten vollgestopft. Ja, Akten mit Daten über die Sicherheitsaufgaben, mit denen sie betraut wurden. Ja, da hätte man eine gute Nacht dran zu lesen, wenn man unter Schlaflosigkeit leidet. Ich hatte mehr auf etwas Spannenderes gehofft, zum Beispiel UFOs oder so. Genau. Uhu. Hier sind keine Hinweise. Das muss der Schreibtisch vom Chef sein. Viel einfacher, als ich gedacht hätte. Hey, der Sessel sieht extrem bequem aus. Den muss ich ausprobieren, nur ganz kurz. Oh, Maya. Oh, schön. Ah, schön. Ich fühle mich schon fast wie ein Chef. Hey, du da, hol mir eine Tasse extra teuren Tee und ein paar Donuts. Beweg dich, go, go, go. Fast wie bei Christopher auf der Arbeit. Ganz normal. Ah, das ist ein Leben. Schön. Weißt du, das Opfer saß in dem Sessel kurz bevor es brutal ermordet wurde. Okay, das Fenster? Ist das Fenster? Ja, warte, der Laptop noch? Ah, der Laptop. Das muss der... Nein. Oh, sie setzt sich wieder rein. Laptop gehört zum Schreibtisch. Entschuldigung. Ich denke eher, dass das ein Bild ist. Wow, guck dir mal das riesige Foto in den Rahmen da an, okay. Hohe Berge erheben sich majestätisch vor einem dunklen und wolkenbehangenen, verhangenen Himmel. Da
steht ein Titel am unteren Rand des Fotos. Der schönste Sonnenaufgang meines Lebens. Das hier? Sein schönster Sonnenaufgang? Entweder ist er nicht genug vor die Tür gekommen oder er hatte echtes Pech beim Wetter. Vielleicht hätte er ein paar schönere Tage miterlebt, wenn er länger gelebt hätte. Tja, das war das zu Ende? Teil. Nein. Also 22, 23 Minuten würde ich sagen. Okay. Okay, zurück. Dann bewegen wir uns. Und zum Wachraum. Und wen wundert's, wir haben immer noch den 13. Oktober KW Security Wachraum. Weißt du, ich habe es gerade angeklickt, dass ich da hingehen will. Warum muss mir das Spiel jetzt sagen, dass ich hier bin? 11:12. Wow, das hier ist echt mal was anderes. Für einen Wachraum sieht's hier aber echt gerade was nicht gerade sicher aus. KW Security. Oho, da fällt mir ein. Larry könnte... Larry Leffer? Larry. Hey, Nick, wie steht's? Oh, er ist hier. Jo, alles senkrecht, Kollege. Und meine süße kleine Maya hast du auch mitgebracht. Hi, Larry. Da arbeitet man sich hier die Finger wund. Und plötzlich kommt ein Engel herein. Ich hab nichts gegen Dates am Tag. Völlig okay. Nein, deswegen sind wir nicht hier. Wir ermitteln im Mordfall Bullard. Oh ja, stimmt. Stimmt ja. Du bist ja Anwalt, oder? Warum hat er rosa Grübchen? Weil ich so schön bin. Und schlau bin. Ein echt hoffnungsloser Fall. Nun, was den Mord angeht. Mann, ich hab da echt ein paar heiße Infos für dich. Im Ernst? Was denn? Ich hab nichts dagegen, mit meiner süßen Maya zu teilen. Aber bei Nick sieht das anders aus. Aber Larry, ich dachte, ihr beiden wärt alte Schulkameraden. Das war dann und jetzt ist jetzt. Ach, das war dann und jetzt ist jetzt. Na okay, Freunde, bevor wir jetzt hier in diese lange Unterhaltung, glaube ich, starten, machen wir Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Larry, NRW Boy 18. Adieu. Auf Wiedersehen und bis bald, ihr Lieben.